Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Koru und wir spielen heute zusammen GTA 5. Get down there! Alright, everybody pays attention, no one gets hurt! Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Finally! Don't do any crap! So, dann wollen wir mal. Wir sind gerade mitten in einem Raubüberfall. Und müssen jetzt als erstes die Mitarbeiter der Bank in den... was haben wir denn da hinten überhaupt? Geh da rein, komm. In den Aktenschrankraum stopfen. Ja, komm, hopp. Geht jetzt! Los, hopp! Rein da! Jetzt geh! Ich hau dir gleich eine Kugel in den Hintern. So. Jetzt dürfen wir das Handy aufrufen. Durch die vielen Funktionen, die wir haben, suchen wir uns die Kontakte raus. In den Kontakten. Boah, das sind so viele. Erstmal nachgucken. Mails checken. Und Bombe. Ja, ist ja gut. So. So, und jetzt schnell in die Bank. Ja, hau rein. Slow and steady. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal das Geld, was hier auf dem Boden liegt. Ja. Und dann nehmen wir uns noch das ganze tolle Geld. Depends on how you look at it. What's the hold up? Ja, komm, hopp, ich bin fertig. Lauf. Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I seen these up! Guys, he's crazy! Fuck! You didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Ich werde nach dem Intro nochmal die Soundeinstellungen etwas überarbeiten. Die Musik zum Beispiel leiser machen als die Gespräche. Weil ich persönlich finde die Musik gerade dann doch ein Stück laut. Wenn ihr die so okay findet, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Dann weiß ich, dass ich die so lassen soll. Nee. Obwohl ich glaube, ich werde den Sound auch gleich so nochmal bearbeiten. Zumindest ein Stück leiser machen. Das heißt so, dass ihr das gar nicht mitbekommen werdet. So, schnell in Deckung. Maske ab, Fukuhila zeigen und irgendwie freie Bahn schaffen. Aber das sollte ich ja hinbekommen. Ich spiele natürlich nicht den Story-Modus gerade zum ersten Mal. Ich habe ihn schon ein oder zweimal durchgespielt. Nein, wir bleiben erstmal bei Trevor. Hab ihn ein, zwei Mal durchgespielt, andauernd von vorne angefangen und mir immer wieder zum Ziel gesetzt, boah, jetzt machst du alles komplett auf Goldmedaillen. Ich sollte mit diesen Ams aufhören, das muss ich mir echt abgewöhnen. Auf jeden Fall, ich hab's schon wieder getan. Jetzt muss ich mal kurz so eine kleine Denkpause einrichten. Ich wollte sagen, dass ich das jetzt nicht probieren werde, das mit den allen Goldmedaillen in allen Missionen bekommen. Einfach weil es unmöglich wäre, alles beim ersten Versuch zu schaffen. Vielleicht, wenn das Projekt zu Ende ist, also der Story-Modus vorbei, könnte ich ja nochmal einen Nachschlag probieren und die ganzen Missionen dann nochmal probieren. Das ist ja auch nicht mit so viel Arbeit verbunden. Nur die Frage, ob ich dann wirklich alle auf 100% Gold schaffe, das ist eine andere. Fuck!
Wir dürfen jetzt das erste Mal ein Auto fahren. Unten rechts steht übrigens die jeweils das Modell des Autos, das wir fahren. Das wurde auch gerade kurz angezeigt. Ja, was gibt es zu sagen? Mit RT kann ich fahren, also beschleunigen. Mit LT kann ich langsamer werden, Bremse und Rückwärtsgang. A ist Handbremse, B ist Kinomodus. Den werde ich wahrscheinlich in diesem LP auch ab und zu benutzen. Außer euch geht der so stark auf den Sack, dass ich den bitte lieber weglassen soll. Müsst ihr mir dann auch irgendwie mitteilen. Oh, Michael hat echt was abbekommen. Ja, Michael saß auch vorne. Obwohl, ich glaube, der Zug ist ja hinten rechts reingefahren und da saß ja, glaube ich, nicht mal einer. Da haben wir ja echt nochmal Glück gehabt. Und jetzt kommt der Rage-Modus. Rage-Modus. Da habe ich aber gut geraged, Leute. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your but we know that you will show mercy to our friend. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of
Overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. So, und wir haben jetzt den Werten Franklin kennengelernt. Mit Lamar. Wir sind direkt dabei, Autos zu knacken. Wollen wir mal schauen. Ey, den will ich. Hallo. Jetzt wollte ich. Ich wollte gerade in den roten steigen, Leute. Das dürfte ich schon hinbekommen. Ach, der Weiße sieht ja auch recht schön aus. So. Yeah, that's cool. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. See you. Wenn wir links und rechts drücken, stand gerade oben links, können wir die Spezialfähigkeit benutzen. Franklins Spezialfähigkeit ist eine Fahrzeug-Zeitlupe. Können wir halt nur in Fahrzeugen benutzen. Sie verlangsamt die Zeit und das Handling des Autos verbessert sich sehr, sehr stark. Eine Prozentzahl kann ich euch jetzt da leider nicht nennen. Ich kann euch aber auch sagen, dass wir... was mache ich? Radio. Dass jetzt unten rechts unsere Fähigkeiten stehen. Und umso besser wir fahren und Spezialfähigkeit haben, desto besser sind dann halt auch die Zeitlupe. Und die Zeitlupe und das Handling des... erwischt des Wagens. Wollen wir mal die Kinoperspektive probieren? Ach nee, wenn wir in einer Mission sind, dann wird aus der Kinoperspektive mal ganz schnell eine Verfolgungskamera. Und den erwischen wir jetzt. Oh, nee, schnell gewesen.
Ich dachte, wir fahren dem jetzt voll aufs Dach. Aber leider dann doch nicht. Hui. Wow. Irgendwie. Ah, so. Ja, ich finde es sehr schwer, Lamar zu verfolgen. Aber auch, er fährt ja auch so normal. Obwohl ich da, glaube ich, ruhig sein müsste mit meinen Fahrkünsten und meinen Fahrwegen. Scheinwerfer können wir mit der rechten Pfeiltaste anmachen. Ist nicht die tollste Funktion, aber schön, dass es die gibt. Oh. Nicht wundern, ich mache ab und zu immer komische Geräusche, wenn ich die Kontrolle über den Wagen verliere. Oh. Oder sowas passiert. Aber den Text oben links lese ich jetzt nicht durch. Da stand halt, dass wir die Fahrenfähigkeit verbessern können, indem wir mit Auto fahren. Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Und unsere erste Verfolgungsjagd. Vor allem, was willst du denen bitte erklären, Franklin? Als ob dein Wagen so sauber und so zulässig aussehen würde. Ich versuche, den Cops aus den Augen zu bleiben. Das klappt ja auch gerade ganz gut. Ja, relativ gut. Fahren wir mal hier lang. Hier in der Nähe wohnt übrigens auch Franklin. In der Straße, glaube ich. Auf jeden Fall hier in der Nähe. Wird auch gleich natürlich noch gezeigt. Aber erstmal müssen wir versuchen, den Kopf aus den Augen zu bleiben. Ja, ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Zumindest, ja, sind ja nicht so nah dran. Ich mach mal das Radio aus, stört mich gerade ein bisschen. So, wir sind entkommen und natürlich bin ich schon etwas näher zu dem Autoverleih. Autohaus, näher dran gefahren, damit der Weg gleich nicht so weit ist. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real to me and he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the Falls man mich ab und zu in den Cutscenes irgendwie schlucken hören sollte, ich versuche das natürlich nachher rauszuschneiden, das bin ich, wie ich gerade an meinem Energy Drink nippe. Also bitte lasst euch daran nicht stören. Wir müssen in das Auto von Franklin. Falls ihr es nicht kennen solltet, zeige ich es euch einmal. Müssen natürlich Lamar auch mitnehmen, weil er keinen eigenen Wagen hat. Die arme Sau. Obwohl, ich glaube, so sehr kann ich dann doch spoilern, weil ich glaube, Lamar hat einen eigenen Van und ein kleines Hühnchen, ein sehr kleines süßes Hühnchen. Aber dazu kommen wir später, seht ihr natürlich auch noch selbst.
Aber fahren wir erstmal zu Franklin nach Hause. Auch nicht so weit von der Arbeitsstelle entfernt. Franklin wohnt mit seiner Tante zusammen, wie ihr gerade schon von Lamar erfahren habt. Und wir müssen Autos in die Garage fahren, um sie zu speichern. Oh, nigga, don't hate me, cause I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha'll call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. Unser kleines Zuhause. Ja, wie ihr seht, Franklin hat nur eigentlich diesen einen Raum hier. Soweit ich weiß, ist seine Mom gestorben und sie hat ihm, also Franklin und seiner Tante, also wahrscheinlich dann der Schwester von Franklins Mom, dann beiden das Haus vererbt. Und die wohnen dann jetzt auch hier. Wir haben für das Auto gerade $250 bekommen. Und wie ihr seht, habe ich schon direkt keine 100% geschafft, bei der ersten Mission nicht. Sehr, sehr traurig sogar. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Das ist schon mal ein sehr schönes Badezimmer, was sie hier haben. Ein sehr schöner Elefant. Ich habe mir das Haus auch noch nie wirklich ganz angeguckt. Ja, bestimmt koche ich für dich. Ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Haus. Im Großen und Ganzen, wenn ich hier alleine wohnen dürfte, ja, das würde mir gefallen. Ist das nur eine Abstellkammer? Weil da ist ja auch eine Tür. Aber die scheint zu sein. Hier ist wohl das Zimmer von unserer Tante. Irgendwie eklig da drin zu sein. Das war das Badezimmer, in dem wir schon waren. Mal gucken, ob wir die Hintertür benutzen können. Können wir leider nicht. Es gibt zwei Hintertüren, die beide irgendwie abgesperrt sind. Naja, man kann hier auch nicht alles haben. Boah, schrei mich nicht so an, ey. Ich möchte jetzt gerade nicht mit meiner Tante fernsehen. Ich würde sagen, wir legen uns mal hin. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch immer freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.